Hallo zusammen, willkommen zurück bei The Elder Scrolls 5 Skyrim. In der Diebesgilde, so ein Quatsch, in der Dunklen Bruderschaft natürlich, bei der Dunklen Bruderschaft, in der Zuflucht der Dunklen Bruderschaft, in Falkenring, sind wir der Zuhörer. Cicero überzeugt, denn wir haben ihm ja die Losungsworte gesagt, die in seinem geheimen Manuskript, in seinem Buch, seiner Berufung, seinem Werk, dem Buch des Bewahrers, niedergeschrieben waren. Für ihn steht fest, wir sind der Zuhörer, aber Astrid, na, der hat das Ganze nicht so gefallen. Gut, währenddessen sie nachdenkt, erledigen wir weitere Aufträge für Nasir. Und das kann sicherlich wieder sehr interessant werden. Da ist er ja. Okay, setzen wir uns mal. Nasir. Ob der Tag jemals kommen wird, an dem die Bewohner von Himmelsrand unsere Dienste nicht mehr benötigen? Wahrscheinlich nicht. Ja, das wäre der Tag, an dem Frieden einkehrt und keiner mehr daran denkt, jemand anderem die Kehle durchzuschneiden. Astrid wollte, dass ich euch nach Arbeit frage. Ihr hättet keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Das trifft sich gut. Ich habe zwei neue Aufträge. Einer davon ist ziemlich einfach, der andere dürfte eine echte Herausforderung sein. Euer erstes Ziel ist ein Ork namens Lobuk. Beim zweiten Ziel handelt es sich um einen Vampir namens Harren. Gute Jagd! Ein Vampir und einen, ich schätze mal, Ork, oder? Erzählt mir etwas über Lurbuk. Er ist wohl der schlechteste Barde in ganz Himmelsrand. Oh. Anscheinend wollten ihn so viele Leute tot sehen, dass Astrid den Auftraggeber mit Hilfe einer Lotterie bestimmen musste. Hoffentlich ist es der Reichste. Und wer ist dieser Herren? Er ist ein Vampir, der schon seit Jahren unter den Menschen lebt. Er befindet sich meistens in Gesellschaft seiner weiblichen Gefährtin Hert, ebenfalls ein Vampir. Der Auftrag gilt nur für den männlichen Vampir-Herrn, aber vermutlich werdet ihr es auch mit seiner Gefährtin aufnehmen müssen. Passt um Citys Willen auf euch auf. Ich gebe mein Bestes, Dankeschön. Viel Glück und lasst euch nicht umbringen. Natürlich. Okay, ihr habt es gehört, zwei Aufträge. Lurbuk töten und Herrn töten. Das sollten wir hinbekommen. Okay, keine neuen Dialoge. Darf ich mal Babette? Danke. Okidoki. Jo, bis jetzt sind es ja wirklich alles kleine, einfache Aufträge. Bitte nicht jetzt. Ihr werdet wissen, wenn ich über diese Angelegenheit reden kann. Ah, ich kann Astrid aber gut verstehen. Für sie ist es sicherlich auch alles ein bisschen viel. Zuallererst überhaupt, dass Cicero mit der Mutter der Nacht kommt, dann, naja. Werden wir, der Frischling, zum Zuhörer ernannt? Cicero spricht mit sich selber, weshalb man ihm eigentlich nicht so richtig trauen kann. Also es ist alles sehr, sehr, naja, merkwürdig. Ach, seht mal, bei der Halbmondmühle. Na, wie gemein. War ja schon immer sehr, sehr verdächtig, dass niemand draußen war, ne? Jetzt wisst ihr warum. Unser Ziel ist der Mann, aber... einmal seine Ruhe haben, verschwindet! Ich sage es euch zum letzten Mal, haut jetzt ab! Hilfe! Hilfe! Genug! Es tut mir leid, Herrn. Letzten Zeugen getötet. Ob ich mich schlecht fühle? Ein bisschen. Säbelzahntiger, perfekt. Leder, um die Rüstung zu verstärken. Perfekt. Ich habe nichts gemacht. Die Frau war gar nicht da. Was mir beinahe ein bisschen leid tut. Okay, und noch der schlechteste Bade in Mortal. Aber wer denkt sich denn, Mann singt der schlecht, lass den mal umbringen. Das ist aber eine drastische Methode. Da kann man doch, keine Ahnung. Man kann ihn doch stumm machen oder... was weiß ich denn? Verprügeln, aber den umzubringen... Alles in Ordnung? Ja, ja. Alles super.
Ihr wart ein guter. Jeden, den wir im Nahkampf, im Faustkampf besiegen, werden wir einem guten Freund. Das ist sehr interessant. Ich will auch keine Dialoge mit den Opfern führen, müsst ihr wissen, weil das sorgt auch nur dafür, dass wir noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Hallo? Zwölffacher Schaden. Total unauffällig, so hier rumzulaufen. Okay, wir haben es geschafft. Das war ja relativ, naja, wie soll ich sagen, einfach. So, Nasir, ich habe schneller als du wahrscheinlich vermutet hast, zwei Ziele getötet. Nasir! Wir müssen reden. Oh, aber sicher, Astrid, worum geht es? Hör zu, irgendetwas geht hier vor sich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das ist, aber wir müssen es herausfinden. Wenn die Mutter der Nacht euch tatsächlich den Befehl gab, mit einer Kontaktperson zu reden, wären wir verrückt, das zu ignorieren. Ich denke, wir sind uns beide einig, dass Cicero bereits genug Wahnsinn über die Zuflucht gebracht hat. Also geht. Geht nach Volonrud. Es handelt sich um eine Krypta, die ziemlich weit im Nordosten liegt. Redet mit diesem Armand Mautier. Wollen wir mal sehen, wohin all das führt, hm? Begonnen jenseits der Stille. Astrid hat mir gestattet, Armand Mautier in der Grabstätte Volonrud zu treffen, ganz wie die Mutter der Nacht mir befohlen hat. Ich soll mit Mautier reden und herausfinden, was er möchte. Bruder? Okay, Astrid beugt sich in Anführungszeichen also dem Willen der Mutter der Nacht. Sehr interessant. Aber wir gehen erstmal zu Nasir, denn wir haben die Aufträge erledigt. Eine kleine Belohnung wird er sicherlich auch springen lassen. Mein Freund, ihr verbreitet den Geruch des Todes. Ich verneige mich vor euch. Danke. Herr ist tot. Sarkasmus wäre diesmal fehl am Platz. Ihr seid gegen einen Vampir angetreten und habt überlebt. Gut gemacht. Und wenn ihr euch eine sanguinare Vampiris eingefangen habt, lasst euch bitte behandeln. Sonst endet ihr noch wie unsere Babette. Es sei denn, ihr habt es die ganze Zeit darauf angelegt. Hier ist eure Bezahlung. Danke. Ne, ich denke mal, wir haben den so schnell getötet, er hat da gar keine Chance zur Gegenwehr. Lurburg ist auch tot. Wunderbar. Ich sage immer, nur ein toter Barde ist ein guter Barde. Bei all der Singerei und all dem Frohsinn wird mir immer übel. Eure Bezahlung, wie üblich. Dankeschön. Ja, weitere Aufträge. Na, ihr seid ja mit Feuereifer bei der Sache. Ich muss euch aber leider enttäuschen. Es gibt gerade nichts zu tun. Kommt später wieder vorbei. Okay, aber Nasir, warte. Bruder? Ja, Ratschläge zu meinem Auftrag. Vielleicht seid ihr ja der Zuhörer. Aber vielleicht habt ihr ja auch nur den Verstand verloren und hört irgendwelche Stimmen. Fest steht, Astrid ist noch immer eure Herrin. Und nicht etwa die Mutter der Nacht. Das ist wohl wahr. Viel Glück. Und lasst euch nicht umbringen. Danke. Das ist echt schön hier, oder? Kann man sagen, was man will. Immer zu dritt auf einer Bank. Boah, was ist mit euch los? Oder? Ja, Ratschläge. Ihr seid also der Zuhörer, hm? Das ist doch nicht gerecht. Ihr seid neu hier. Die Mutter der Nacht hätte mich fragen sollen. Das sieht doch jeder Idiot. Aber ich stehe gerne zu Diensten. Das ist wohl mein Schicksal. Mal sehen. Ach ja, Volonrud.
Eine alte Gruft, in der es von Draugr wimmelt. Bereitet euch entsprechend vor. Ja, die Sache ist die, Wollenroth selber haben wir schon gelöst. Und unsere Kontaktperson wird in einem Nebenraum stehen. Das heißt, mit Draugr werden wir gar nicht in Kontakt kommen. Passt auf euch auf. Ja, ja, Gabriel. In der dunklen Bruderschaft fand ich Akzeptanz, Liebe und meinen Lebenszweck. Das freut mich. Habt ihr Ratschläge? Wenn die Mutter der Nacht wirklich mit euch gesprochen hat, dann seid ihr der Zuhörer. Euer Schicksal wurde in der Lehre geschrieben. Astrid tut recht daran, eure Macht zu fürchten. Ja, eure Macht zu fürchten, das ist aber eine sehr, sehr, sehr drastische Formulierung. Okay, fehlt noch Arnbjorn und unsere Eidechse. Hey! Grüße, Bruder. Ja, Grüße. Ratschläge? Vergesst nie, wie Astrid für ihre Zuflucht ihre Familie eintritt. Eine Familie, zu der auch ihr jetzt gehört. Ihr müsst Astrid mehr ehren als jeden anderen. Das mache ich. Mehr als eine Leiche auf jeden Fall. Okay, Arnbjorn, altes Haus. Der ist immer verschwunden, ne? Den Werwolf. Vielleicht jagt er irgendwo draußen Hasen oder sowas. Da ist er ja. Arnbjorn. Ja, bitte. Ratschläge. Der Zuhörer möchte meinen Rat. Ich dachte, ihr stündet über den Meinungen einfacher Sterblicher. Jetzt, da ihr euch mit toten alten Frauen abgebt. Na, das ist aber gemein. Der gönnt uns das wohl gar nicht. Ja, er sieht wahrscheinlich auch, dass wir im Nachhinein Astrids Position gefährden, ne? Wir als Zuhörer, direkt Unterstellter der Mutter der Nacht, könnten ja theoretisch jetzt Anspruch auf die Leitung der Zuflucht erheben. Aber, nee. Nun gut. Nee, danke. Ist hier irgendwo ein Gerbgestell? Traurig. Traurig, traurig. Okay. Sprich mit Amon Mortier. Wollenroth, ich betone es nochmal, haben wir bereits komplett erkundet, erforstet, durchforstet, gelöst. Ich glaube, ein Wort der Macht erhalten. Nee, gar nicht. War das nicht ein Drachenpriester mit einer Maske, der da drin war? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls haben wir hier, seht das, Wollenroth abgeschlossen. Das Einzige, was eben fehlt, ist dieser eine Nebenraum, der damals abgeschlossen war, in dem sich dann... unser... unser Kontaktmann befindet, nämlich Amon Mortier. Seht mal hier. Gold, Ausdauertrank. Gold. Gold. Ich würde schon was sagen. Gold, Ausdauer. Okay. Die große Frage ist natürlich jetzt, mit welchem Auftrag könnte sich die Mutter der Nacht an uns wenden? Was hat so eine Dringlichkeit, dass die Mutter der Nacht uns direkt kontaktiert, ohne zu warten, ohne vielleicht den richtigen Moment abzupassen. Direkt die erste Situation hat sie genutzt, um uns zu kontaktieren und genau wegen diesem Auftrag hier. Genau. Na, hier waren wir schon, da haben wir eine der beiden Ritualwaffen gefunden, wer sich noch erinnert, um diese Tür zu öffnen. Da war die zweite der Ritualwaffen und da haben wir dann den Drachenpriester besiegt und jetzt geht's eben hier lang, in diesen Nebenraum. Ganz viele toten Draugr. Draugr Todesfürst. Und viel Gold. Okay. Bei den allmächtigen Göttern. Ihr seid gekommen. Ihr seid wirklich gekommen. Dieses schreckliche schwarze Sakrament. Es hat funktioniert. Ja. Amon Mortier. Und ihr seht im Hintergrund einen kaiserlichen Soldaten. Ja, die Mutter der Nacht hat eure Gebete erhört, Mortier. Denn es stimmt ja sogar. Ja, so scheint es. Nun, ich will eure Zeit nicht vergeuden. Ich habe einen Auftrag für euch. Eigentlich sogar mehrere. Ich wage zu behaupten, dass die Aufgabe, die ich vor euch habe, von größerer Bedeutung ist als alles andere, womit eure Organisation seit, tja, Jahrhunderten zu tun hatte. Sprecht weiter. Wie gesagt, ihr sollt für mich mehrere Leute töten.
Ihr werdet bemerken, dass sowohl die Ziele als auch die Art ihrer Eliminierung recht abwechslungsreich sind. Jemand von eurem Schlag wird vermutlich sogar Vergnügen daran finden. Doch ihr solltet auch wissen, dass die Morde lediglich ein Mittel zum Zweck darstellen. Denn sie ebnen euch den Weg zum wichtigsten aller Ziele. Der wahre Grund, aus dem ich in den Tiefen dieser scheußlichen Krypta mit einem Halsabschneider rede, es geht nämlich um die Ermordung des Kaisers. Bau, bau, bau. Ja. Ihr habt das richtig gehört. Ihr wollt, dass wir die dunkle Bruderschaft, den Kaiser töten? Den Kaiser von Tamriel? Den Kaiser der kaiserlichen Truppen? So ist es. Was ich da verlange, ist natürlich keine Kleinigkeit. Doch ihr repräsentiert die dunkle Bruderschaft. Das ist es doch, was ihr tut. Oder nicht? Ihr müsst das verstehen. Auf diesen Tag habe ich lange hingearbeitet. All die Planung, all die Taktiererei. Es ist, als stünden selbst die Sterne endlich richtig. Aber ich schweife vom Thema ab. Hier, nehmt. Überbringt sie eurem, Vorgesetzten. Rexus, die Gegenstände! Rexus wird euch nur zwei Gegenstände reichen. Dem versiegelten Brief könnt ihr entnehmen, was zu tun ist. Das Amulett ist recht kostbar. Ihr könnt damit all eure Unkosten bezahlen. Danke. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ja, Fragen beantworten. Fangen wir mal ganz vorne an. Wer seid ihr, Mutier? Wer seid ihr wirklich? Ich habe das schwarze Sakrament vollzogen und euch kontaktiert, weil ich dachte, ihr könntet Diskretion garantieren. Ist dem nicht mehr so? Doch, natürlich. Aber warum, weshalb den Kaiser ermorden? Im 41. Jahr der dritten Ära wurde Kaiser Pelagius Septim im Tempel des Einen in der Kaiserstadt ermordet. Von einem Assassinen der dunklen Bruderschaft niedergemetzelt. Seine Ermordung läutete einen, sagen wir mal, notwendigen Wandel in der kaiserlichen Politik ein. Es gibt heutzutage solche, die sich einen ähnlichen Wandel wünschen. Es tut mir leid, aber mehr darf ich euch momentan nicht sagen. Ah ja, der Tod des Kaisers für einen Neuanfang. Wir fordern eine beträchtliche Wiedergutmachung. Könnt ihr den Preis zahlen? Oh, mein verstohlenes Freundchen. Sobald Kaiser Titus Mede der zweite Tod da niederliegt, bekommt ihr euer Gold. Unmengen an Gold. Und noch einiges mehr. Es heißt, dass die dunkle Bruderschaft seit einigen Jahren immer mehr an Einfluss verliert. Dass ihr nicht mehr über die Macht, das Vermögen und den Respekt vergangener Tage gebietet. Ist es nicht so? Wenn ihr das tut, wenn ihr den Kaiser tötet, oh, wie euch die Massen dann fürchten und respektieren werden. Also viel Gold wäre für mich erstmal 50.000, muss ich sagen. Könnt ihr eurem Diener vertrauen, dass er dieses Geheimnis für sich behält? Rexus da hinten? Oh, Rexus ist kein bloßer Diener. Er arbeitet schon bei der Familie Mutier, seit ich klein war. Diesem Mann würde ich mein Leben anvertrauen. Okay. Dann sei es so. Ihr müsst diese Gegenstände eurem Vorgesetzten überbringen und ich muss diesen scheußlichen Ort schnellstens verlassen. Fürwahr. Rexus. Ich habe geschworen, Armand Mortier bis zu meinem letzten Atemzug zu dienen. Vergesst das nicht. Ich muss sagen, worauf ich mich schon freue, ich habe ja die kaiserliche, die Bürgerkriegsmission damals auf Seiten der Sturmmäntel bestritten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ach Gott, seht mal hier. Ein Kuss, liebste Mutter. Hier hat das Ritual durchgeführt. Ja, auf Seite der Sturmmäntel gespielt, alles schön und gut, aber ich freue mich wahnsinnig darauf, eine kaiserliche Rüstung zu tragen. Ich finde die richtig schick, wegen diesem, kann man euch sagen, diesem leicht römischen Stil. Ich finde das richtig, richtig schön. Im Vergleich dazu haben die Sturmmäntel ja diese komischen Fell- und Pelzrüstungen, mag ich gar nicht. Na gut, Amon Moutier hat uns die Sachen gegeben, die wir jetzt Astrid bringen sollen. Es ist jetzt die große Frage, ob wir den Brief nicht einfach mal lesen, wenn es denn geht. Hochgeschätzter Aufseher,
Wie eurem Untergebenen bereits mitgeteilt wurde, wünsche ich, eure Organisation für eine heikle diplomatische Aufgabe anzuheuern. All das würde natürlich in einem historischen Treffen mit den Anführern höchstpersönlich gipfeln. Um eine Audienz bei dem Anführer zu erhalten, müssen zunächst eine Reihe vorangehender Treffen stattfinden. Diese habe ich in Folge aufgeführt. Erstens, ihr müsst der kommenden Hochzeit im Tempel der Göttlichen in Einsamkeit beiwohnen. Die Braut muss ein Geschenk erhalten, das sie nie vergessen wird. Ganz Einsamkeit muss über das Geschenk sprechen, so dass es zweifelsfrei das Ohr des Anführers erreicht. Ganz kurz, hier ist nochmal als Schlüssel, ich habe es noch nie geschafft, dieses Attentat durchzuführen, ohne entdeckt zu werden. Ich weiß, wie es geht. Zweitens, ein gewisser hochrangiger und dauerhaft im Himmelsrand stationierter Offizier ist für die Sicherheit des Anführers verantwortlich. Der Anführer ist der Kaiser, ne? Wenn er sich zu einem Besuch entscheiden sollte. Wenn dieser Offizier von der Reise des Anführers erfährt, wird er die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Ihr müsst die Pläne dieses Offiziers erfahren, um sicherzustellen, dass bei eurer Audienz mit dem Anführer für ausreichend Sicherheit gesorgt wird. Drittens, vor einigen Monaten plante der Anführer eine Reise nach Himmelsrand, die unerwartenderweise abgesagt wurde. Damals wurde ein weltberühmter Koch nach Himmelsrand gebracht, um ein Festmahl zu kochen. Dieser Koch ist auf Abruf in Himmelsrand verblieben. Ihr müsst ihn überzeugen, dass es euch eine Ehre wäre, an seiner Stadt für den Anführer zu kochen. Mir ist klar, dass diese Anweisungen nicht sehr genau sind und ich entschuldige mich, dass die Unklarheit dient der Sicherheit. Sicherlich verfügt eine Organisation wie die eure über die notwendigen Mittel und Ressourcen, um vor jedem Treffen alle relevanten Informationen in Erfahrung zu bringen. Wenn der letzte Teil unserer Abmachung durchgeführt wurde, ihr eine Audienz mit dem Anführer haltet und das Geschäft erledigt habt, werde ich mich die letzte Zahlung betreffend wieder mit euch in Verbindung setzen. Mit besten Grüßen, ein Freund. Ja, ihr habt es vielleicht gehört. Also, ne, ich fasse mal kurz zusammen. Der Kaiser kommt nach Tamriel, weil er schon mal nach Tamriel kommen wollte. Und bei diesem Treffen wird ein Star-Koch, ein ganz bekannter Koch aus Tamriel, für den Kaiser kochen. Da der Koch aber damals auch schon da war, hat er einfach gesagt, ja gut, dann bleibe ich hier im Himmelsrand, bis der Kaiser kommt. Und diesen Koch sollen wir ersetzen. Und dann an seiner Stadt den Kaiser bekochen und töten. Soweit der Plan. Der natürlich, ihr habt es ja gehört, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Wie wir den Kaiser hinlocken wollen, ihr habt es gehört, wir müssen bei einer gewissen Hochzeit eine Braut töten. Ja, also moralisch gesehen natürlich alles unmöglich bei der Dunklen Bruderschaft, aber naja, ist ja ein Spiel, ne? Bitte nicht nachmachen. So, Astrid. Ihr seid zurück, gut. Also, was nun? Habt ihr euch mit diesem Mutier getroffen? Was wollte er? Naja, also, er will, dass wir den Kaiser ermorden. Das ist nicht euer Ernst. Doch, schau hier. Was ist das? In dem Brief wird alles erklärt. Das Amulett soll unsere Ausgaben kompensieren. Bei Cities, ihr meint es ernst. Den Kaiser von Tamriel töten. Die Dunkle Bruderschaft hat seit der Ermordung von Pelagius nichts derartiges getan. Um genau zu sein, hat es seit dem Attentat auf Uriel Septim niemand mehr gewagt, einen Kaiser von Tamriel zu ermorden. Und das ist schon über 200 Jahre her. Die Mutter der Nacht würde uns bestimmt nicht in die Irre führen. Ich sag's nochmal, Astrid. Sie würde mich niemals mit dieser Botschaft kontaktieren, wenn es nicht wichtig und irgendeine große Bedeutung haben würde. Nein, das würde sie ganz sicher nicht. Und aus welchem Grund auch immer, sie hat sich entschlossen, Mutiers Informationen an euch weiterzugeben. Ich bin mir nicht sicher, was hier genau vor sich geht. Ob ihr nun tatsächlich der Zuhörer seid, ob es sich um einen Zufall handelt oder etwas ganz anderes. Doch was wir nun vor uns haben... Wir nehmen den Auftrag also an... Wir wollen wirklich darauf hinarbeiten, den Kaiser zu ermorden? Und ob wir das werden. Wenn wir damit erfolgreich sind, wird die Dunkle Bruderschaft wieder respektiert und gefürchtet sein, wie seit Jahrhunderten nicht mehr.
Glaubt ihr wirklich, ich würde eine Gelegenheit auslassen, meine Familie zu Ruhm und Ehre zu führen? Aber das ist mir alles etwas zu viel. Ich brauche Zeit, um den Brief zu lesen, zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und dann dieses Amulett. Ja, was denkt ihr? Ich denke, dass jemand dieses Amulett begutachten muss. Ich will wissen, woher es stammt, wie viel es wert ist und ob wir es tatsächlich verkaufen können. Und es gibt nur einen Mann, der uns in dieser Sache helfen kann. Delvin Mallory. Er ist ein Healer, arbeitet nur für sich selbst. Er operiert vom Rattenweg aus in Rifton. Gebt mir den Brief, bringt Mallory das Amulett. Findet so viel heraus, wie ihr könnt und verkauft es, wenn er daran interessiert ist. Er wird euch einen Bürgschaftsbrief anbieten. Das geht in Ordnung. Delvin Mallory und die dunkle Bruderschaft hatten bereits miteinander zu tun. Wir können ihm vertrauen. Okay. Bruder, vertretet uns gut, Bruder. Natürlich. Zeige Delvin das Amulett. Ich denke mal, dafür lohnt es sich jetzt nicht, immer mit den ganzen Mitgliedern der Bruderschaft zu sprechen. Okay, ihr habt es gehört. Wir wollen jetzt erstmal herausfinden, was es mit diesem Amulett auf sich hat. Ich habe jetzt gar nicht so bewusst, dass das irgendwas Besonderes ist. Ist es scheinbar auch nicht, oder? Wie dem auch sei. Okay. Ja, jetzt wäre natürlich der Punkt, wenn wir die Diebesgilden-Questreihe noch nicht gemacht hätten, müssten wir jetzt quasi die Diebesgilden-Reihe, die Diebesgilden-Questreihe anfangen. Na? Jetzt ist der Punkt, an dem sie sagt, jo, geh mal nach Delvin, bring ihm das Amulett. Er soll herausfinden, wo es herkommt, wie viel es wert ist. Na? Das ist der Punkt, in dem man dann sagen müsste, oh nee, Leute, wir müssen jetzt einen Schnitt machen, wir müssen jetzt erstmal riften gehen, die Diebesgilden-Questreihe starten und so weiter und so fort. Daher meine Empfehlung, macht die Diebesgilden-Questreihe, bevor ihr die dunkle Bruderschaft macht. Ne? Dann können wir auch direkt bei Delvin und Vex die beiden Aufträge abgeben, die wir gemacht haben. Und dann trifft sich alles wieder genau perfekt. Kann ich etwas für euch tun? Delvin. Die Gilde stehe ich immer gern zur Verfügung. Oh, das höre ich gerne. Ich bin eigentlich geschäftlich im Auftrag der dunklen Bruderschaft hier. Oh, ich verstehe. Tja, ihr macht euch wirklich überall Freunde, nicht wahr? Nun, und wie geht es Astrid denn so? Richtet ihr doch bitte aus, dass sie mal wieder vorbeischauen soll. Auf ein Miet, einfach mal wieder zum Plaudern. Es geht ums Geschäft, natürlich. Was für eine Art Geschäft denn? Ja, erstmal das Amulett. Was könnt ihr mir darüber sagen? Lasst mich mal sehen. Wo habt ihr das nur her? Nein, sagt nichts. Ich will es gar nicht wissen. Dies ist ein Amulett des kaiserlichen Ältestenrates. Sie werden speziell für jedes Mitglied hergestellt. Es ist ein kleines Vermögen wert. Nichts, was man einfach so hergeben würde. Passt auf. Es ist nicht meine Aufgabe, der dunklen Bruderschaft zu erklären, wie sie ihre Geschäfte führen soll. Aber wenn ihr ein Mitglied des Ältestenrates getötet habt, dann... Nein! Nein, bitte! Nein, nein, Delvin! Nee. Wollt ihr es kaufen? Kaufen? Das? Ein Amulett des Ältestenrates? Oh ja, natürlich. Einen Augenblick, bitte. Hier... Das ist ein Bürgschaftsbrief. Nur Astrid kann ihn nutzen, für alle Dienstleistungen oder Gegenstände, die ich anbieten kann. Das entspricht unserer normalen Abmachung. Bringt ihn eurer reizenden Auftraggeberin. Mit meinen besten Grüßen. Ich mag Delvin. Juwelenamulett entfernt. Bürgschaftsbrief hinzugefügt.
Astrid, hiermit bestätige ich, dass dieser Brief 15.000 Septime wert ist und gemäß unserer üblichen Vereinbarung für alle Güter und Dienstleistungen, die ich anbiete, eingesetzt werden kann. Ihr wollt es, ich kann es besorgen. Steht zu euren Diensten. Hey, da fehlt der Name. Delvin. Ja. Der Ältestenrat. Ganz kurze Geschichte, nur so am Rande. Oblivion. Wir werden Oblivion auf jeden Fall zusammen spielen. In Oblivion werden wir am Ende, ich sag das jetzt einfach mal, ne, ist ja egal. Wir werden in Oblivion am Ende die stärkste Rüstung des Spiels bekommen. Ist ein bisschen doof, die bekommt man nach dem großen Kampf. Dann kann man die tragen, wenn man mit dem Spiel durch ist, sozusagen. Aber wir werden die bekommen. Ich weiß nicht, Drachenrüstung, Drachen, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Sieht wunderschön aus. Und ist jetzt darauf, wollte ich gar nicht hinaus. Wir werden halt in der finalen Aufgabe, in der finalen Schlacht um Cyrodiil, um die Kaiserstadt, werden wir, glaube ich zumindest, in diesen Ältestenratssaal kommen. Mitten in der kaiserlichen Stadt, in Cyrodiil, ist nämlich dieser hohe Turm, dieser Elfenbeinturm. In der Stadt, in der Mitte von der Stadt. Und in der Mitte des Turms ist ein großer, runder Saal. Und da ist wirklich rund eine riesige Tafel, ein großer Tisch. Und soweit ich weiß, ist das dann der Ältestensaal, an dem die Ältesten sitzen. Ich bin mir nicht sicher, aber so würde ich das mal interpretieren. Und das Amulett gehört einem dieser Personen, die also ermordet wurde. So verstehe ich das mal. Okay, Delvin. Nun, eure Tätigkeiten scheinen sich da draußen langsam herumzusprechen. Die Gilde ist wieder in aller Munde. Tatsächlich habe ich gerade einen Spezialauftrag hereinbekommen. So etwas gab es schon seit Jahren nicht mehr. Oh, und worum geht es bei diesem Spezialauftrag? Wir haben gerade einen Auftrag von einer der bedeutendsten Familien in Weißlauf hereinbekommen. Den Kampfgeborenen. Begebt euch dorthin und sucht Wolfried auf. Er sagte, er hätte einen etwas delikaten Auftrag zu erledigen. Also habe ich euch vorgeschlagen. Lasst mich nicht hängen. Und sorgt dafür, dass ich nicht mein Gesicht verliere, verstanden? Natürlich. Auch da müsst ihr wissen, dass das jetzt die erste Aufgabe ist, die der Diebesgilde wieder zu altem Glanz verhilft. Wir müssen die ganze Zeit diese einseitigen, gleichen, monotonen, langweiligen Aufgaben machen, bis wir Stück für Stück diese Spezialaufträge freigeschaltet bekommen. Und jeder dieser Spezialaufträge wird einen Händler hier runterholen, bis wir alle Händlerposten voll haben. Und dann haben wir der Diebesgilde in Anführungszeichen zu altem Glanz verholfen. Immer schön sauber bleiben. Wir wollen kein Blut an unseren Händen. Nun, eure Tätigkeiten scheinen sich da draußen. Okay, jenseits der Stimme erstattet Astrid Bericht. Ich würde erstmal sagen, wir machen erstmal das hier, die gefälschte Begnadigung. Olfred Kampfgeborener, ein wohlhabender Nord aus Weißlauf, hat die Diebesgilde um Hilfe gebeten. Machen wir das mal eben. Ist jetzt natürlich weg von der Dunkle Bruderschaft Questreihe. Aber nebenbei machen wir eh immer die Aufträge, daher ist das ja eben nachher auch egal. Wir wollen ja, das habe ich ja schon gesagt, auf jeden Fall der Diebesgilde zum alten Glanz verhelfen. Das ist Pflicht.